Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Pokémon Platin Edition. Mein Name ist Lucke und wir beginnen heute gemeinsam ein Abenteuer in der Welt der Pokémon. Hallo du, freut mich dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Eibel, aber jeder nennt mich einfach nur Pokémon-Professor. Zunächst möchte ich dich etwas fragen. Ist dies dein erstes Abenteuer? Wenn du Hilfe brauchst, bist du bei mir an der absolut richtigen Adresse. Nein, wirklich nicht. Ich brauche keine Infos. Wirklich nicht? Na gut. Jedenfalls, diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Hier habe ich einen Pokéball. Bitte berühre den Pokéball in der Mitte. Wir Menschen leben mit den Pokémon ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Und was ich tue, willst du wissen? Naja, sie sind ein Pokémon-Professor, sie werden wohl ein bisschen mit den Pokémon forschen, ne? Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Naja, sonst wäre er ja wohl kein Pokémon-Professor. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen über dich? Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Na gut. Ich schätze mal, ich bin ein Junge. Wenn nicht, dann hätte ich mein ganzes Leben lang eine Lüge gelebt. Aha, du bist also ein Junge. Ja, schon. Verrätst du mir auch deinen Namen? Wow, wow, Professor, das wird mir ein bisschen zu persönlich. Aber na gut. Wenn sie mich schon so darum bitten... Du bist also Lucke. Ja. Sehr schön. Du bist also Lucke. Wie gesagt. Ja. Das ist aber mal ein schöner Name. Danke, ich weiß. Und dieser junge Mann hier? Ich glaube, das ist dein Freund. Wer der? Den kenne ich nicht. Wie er wohl heißt? Wer ist das? Den habe ich noch nie gesehen. Aber wenn sie mich so direkt fragen, kann das ja wohl nur einer sein. Und zwar der gute alte Flo. Was? Flo heißt er also? Ja. Nun, Lucke, die Zeit ist gekommen. Du wirst nun Abenteuergeschichte schreiben. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen treffen. Und auf deinem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Aber du wirst auch viel über dich selbst erfahren. Da bin ich mir sicher. Genug geredet, die Welt der Pokémon wartet. Ich werde viel über mich selbst erfahren. Ja, wer weiß. Wird das etwa eine philosophische Reise? Pokémon sind stets bei uns. Ich hoffe, du verstehst die Bedeutung dieser Worte. Diesen Vermerk hat der aus der Kanto-Region nach Sinnoh zurückgekehrte Professor Eibe hinterlassen. Ja, Pokémon sind stets bei uns, zumindest in der Welt der Pokémon. Und damit beenden wir unsere Sondersendung Frag Professor Eibe. Ihr Jubelstadt-TV. Wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Alles klar. Wow, wow, was geht? Da bist du ja. Hey, Lucke, hast du das gerade im TV gesehen? Klar hast du. Professor Eibe ist dieser super wichtige Typ, der Pokémon erforscht, oder? Also muss er doch säckeweise Pokémon zu Hause haben. Wir müssen ihn nur fragen und er gibt uns welche ab. Bestimmt. Wow! Hey, ist das ein neuer PC? Neueste Hardware mit i7 und GTX, habe ich gehört. Wo war ich stehen geblieben? Oh ja, richtig. Also, wir gehen zu Professor Eibe und holen uns Pokémon. Ich warte da mal draußen. Mach schon, Lucke, komm nicht zu spät. Sonst musst du Strafe zahlen. Okay, okay, ich komme ja gleich. Erstmal meine E-Mails checken. Ja, Skype. Ah, keine neuen Nachrichten. Fernseher ausschalten. Oh, der läuft immer noch. Ist wohl kaputt. Was haben wir hier? Was ist deine Wii-Konsole? Ihr Controller ist eine Wii-Fernbedienung. Die gute alte Wii-Konsole. Wer kennt sie nicht? Der X-Knopf öffnet das Menü. Ach, wirklich? Hoppla, das war nicht der X-Knopf.
Hier ist der X-Knopf. Beutel. Ja, wir haben, wie es scheint, einen ziemlich leeren Beutel. Perfekt, um auf Abenteuerreise zu gehen. Hier mein Perso. Lucke, aha. 3000 Poké-Dollar. Oh, nice. Bin sehr Saudi-Arabi-Money-Rich. Speichern müssen wir noch nicht. Optionen. Texttempo bitte höher stellen. Das ist doch schneller. Ja. Animationen lassen wir ein. Kampfstil auf Tausch ist in Ordnung. Die Belegung normal. Und der Rahmen. Wow, 20 Rahmen. Gucken wir mal. Ja, der blaue ist ganz schön. Gewählte Einstellung übernehmen. Natürlich. Dankeschön. Erstmal gegen alles dran laufen. Geht klar. Hey Mom, was geht? Lucky, Flo ist schon weg. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber er ist ziemlich schnell hinausgesaust. Boah. Das hat man ihn angekonnt. Erstmal wieder gegen alles dran laufen. Erstmal was kaputt machen. Lucky, geh nicht ins hohe Gras. Wilde Pokémon könnten dich angreifen, wenn du durch hohes Gras gehst. Das wäre nicht schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon dabei hättest, aber du weißt ja. Du hast keine. Pass auf dich auf, Liebling. Oh ja, wird schon schief gehen. Zweiblattdorf. Post checken. Haus von Lucke. Toll, das ist schon mein Haus, obwohl ich noch ein Kind bin. Was mit meiner Mutter? Die neue Technologie haut mich glatt aus den Latschen. Ich meine, du kannst mit Leuten auf der ganzen Welt spielen und das drahtlos. Ja, im Jahre 2009 war man schon sehr weit mit der Technologie. Hast du schon gehört? Der Pokémon-Professor ist in den Nachbarort zurückgekehrt. Er soll 4 lange Jahre weg gewesen sein. Ob er wohl in der Zeit etwas Faszinierendes über die Pokémon herausgefunden hat? Ich weiß nicht. Wir sollten ihn mal fragen. Du, hör mal, Lucky, ich möchte ein niedliches Pokémon haben. Wow, nicht mal ich habe ein Pokémon. Also bitte, du bist noch zu jung dafür. Zweiblattdorf. Frische und Freiheit. Und warum sind da nur 2 der 4 Häuser eingezeichnet? Alles klar. Und warum haben die anderen beiden Häuser eigentlich keinen Briefkasten? Es stimmt schon, dass wilde Pokémon ab und an Menschen angreifen. Aber sie öffnen sich den Menschen auch, so dass man sich mit ihnen anfreunden kann. Das ist schön. Wir sollten Pokémon als unsere Freunde betrachten. Na du? Du verbringst viel Zeit mit Flo. Ihr seid wahre Freunde. Ja. Gut, und im Dorf mit 4 Häusern. Mit wem sollte ich sonst meine Zeit verbringen? Hoppla, wow, was geht ab mit dir, Flo? Was, wie? Hey, Lucky. Hey, ich geh zu Professor Eiber, du kommst mit, beeil dich. Okay, ja. Oh, ich hab was vergessen. Ja, okay. Du bist sehr gut vorbereitet. Wahrscheinlich mindestens genauso gut wie ich. Schließlich laufe ich hier mit dem Beutel ohne irgendwelche Gegenstände rum. Ja, hey, was ist eigentlich mit Flo los? Oh, hi, Lucky. Du suchst bestimmt Flo. Er war kurz verschwunden und ist dann wieder nach Hause gekommen. Der Junge kann einfach nicht still sitzen. Er hat seine Medikamente noch nicht genommen. Was er jetzt wohl wieder vorhat? Ja gut, meine Mutter weiß, was ich vorhabe und seine nicht. Gut, dass er in so engen Kontakt mit seiner Mutter steht. Ah, ich nehme besser auch meinen Beutel und mein Tagebuch mit. Oh hey, Lucky, ich warte auf der Straße auf dich. 10 Millionen Poké-Dollar Strafe, wenn du zu spät kommst. Ist gut, ich beeil mich ja schon. Ich habe schließlich auf dich gewartet. Was schreist du mich zusammen? Naja, dann ciao. Da. Hier, Lucky! Suchst du Flo? Er hat sich vor einiger Zeit aus dem Staub gemacht. Aber weit ist er bestimmt noch nicht gekommen. Du holst ihn sicher ein. Klar, wie sollte er auch weit kommen? Route 201. Bist du langsam? Also gut, lass uns zu Professor Eibes Labor gehen. Aber Flo, da ist hohes Gras. Was? Geh nicht ins hohe Gras, oder? Ach, keine Sorge, kein Problem. Es macht nichts, dass wir keine Pokémon haben. Vertrau mir einfach. Ich habe da eine großartige Idee. Hör zu. Du weißt, dass wilde Pokémon dich angreifen, wenn du durch hohes Gras läufst, nicht wahr?
Also musst du nur schnell genug von einem Fleck raus zum nächsten rennen. Ist doch ganz klar. Noch bevor ein wildes Pokémon erscheinen kann. Die können ja gar nicht so schnell auftreten. Wenn wir rennen, dann können wir Sandgame erreichen, ohne auf ein wildes Pokémon zu treffen. Ich schwör's dir. Also, bleib mir dicht auf den Fersen. Also gut. Los geht's. Auf die Plätze. Fertig. Wartet. What? Ihr beide besitzt doch gar keine Pokémon, oder? Warum wollt ihr dann durch hohes Gras gehen? Ja. Hey, Lucky. Dieser Uppi. Das ist Professor Eibe, habe ich recht? Was macht er hier? Sie wollten ins hohe Gras, weil sie Pokémon haben wollen. Was tun? Die Welt würde sich mit Sicherheit ändern, wenn sie Pokémon hätten. Wäre es richtig, wenn ich sie auf diesen Weg bringen würde? Ihr beide, liebt Pokémon wirklich, oder? Na klar. Sicher lieben wir Pokémon. Ich frage euch noch einmal. Ihr beide, ihr liebt sie wirklich, oder? Wie bitte? Das kann man uns tausendmal fragen. Die Antwort wird sich nie ändern. Wir werden tausendmal antworten, dass wir Pokémon lieben. Stimmt doch, oder, Lucke? Na klar. Ein paar sorglose Kinder, die einfach so ins hohe Gras gehen wollten. Und das ohne eigene Pokémon? Ich denke mit Schaudern daran, was solche Leute mit Pokémon anstellen würden. Dann verzichte eher ich auf ein Pokémon, denn ich war es, der nicht durch das hohe Gras wollte. Oh, das nenne ich ehrlich. Also gut, ich vertraue euch beiden Pokémon an. Wow, der Professor treibt Psychospielchen mit uns. Und ich entschuldige mich, dass ich euch getestet habe. Wie dem auch sei, ihr müsst mir versprechen, dass ihr euch nie wieder so gedankenlos in Gefahr bringt. So. Wo hab ich nur... Professor Eibe, Sie haben Ihre Tasche am See vergessen. Oh. Stimmt etwas nicht? Ah, da ist sie. Du kommst genau richtig, Lucia. Ich wollte den beiden hier gerade ein eigenes Pokémon anvertrauen. Verzeihung, aber diese Pokémon sind schwer zu ersetzen. Es sind die Starter-Pokémon und die kann man nicht mehr fangen. Sind Sie sicher, dass Sie sie abgeben wollen? Wir leben Seite an Seite mit den Pokémon. Und für jeden kommt einmal die Zeit, auf Pokémon zu treffen. Es gibt eine Welt, die man zusammen mit Pokémon entdecken sollte. Und für diese beiden ist heute die Zeit gekommen. Hier und jetzt. Nur zu, öffnet die Tasche und wählt euer Pokémon. Wirklich? Professor Eibel, ich kann es kaum glauben. Ich bin so glücklich, dass ich nur noch grinsen kann. Lucky, du kannst zuerst wählen. Hey, ich bin ja schließlich schon so gut wie erwachsen. Da kann ich mich ruhig in Zurückhaltung üben, sagt derjenige, der zuvor durch das hohe Gras laufen wollte. Alles klar. Naja, dann wer zuerst malt, malt zuerst. Ne, stopp. Falsch. Ach Gott, wo habe ich nur meinen Kopf? Sieh mal, dies hier sind Pokébälle. In jedem davon befindet sich ein Pokémon. Triff bitte eine Entscheidung. Welches Pokémon soll es sein? Gute Frage. Wir hätten hier... Wenn sie glaubt, Chillast, das Bronzen-Pokémon, das Feuer-Pokémon, Schimpanse Panflam und zu guter Letzt Pinguin Plinfa, das Wasser-Pokémon. Normalerweise ist es immer so, dass man früher gesagt hat, ja, das Wasser-Pokémon ist immer am stärksten, aber eigentlich finde ich, dass in dieser Generation alle drei Pokémon in ihrer Endentwicklung ziemlich ausgeglichen sind und dass man eigentlich, so habe ich es zumindest noch in Erinnerung, mit allen drei Pokémon ziemlich gut durch die Story kommt. Da ich allerdings in meinem ersten Spiel Pokémon Diamant, also in meinem ersten Spiel der vierten Generation, habe ich damals Plinfa genommen. Und deswegen denke ich, oh Gott, was ist denn los? Ich bin schon total aufgeregt, weil ich das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt habe. Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder Plinfa wählen. Ich wähle dich. Dann wähle ich dich. Ich nehme dieses Chillast. Sehr gut. Ihr beide habt eine gute Wahl getroffen. Aber nun hört mir gut zu. Die Pokémon, die nun zu euch gehören, sind mit dieser Welt nicht vertraut. Sind sie erst geboren? Und daher ähneln sie euch in gewisser Weise. Da ihr und eure Pokémon daher so etwas wie Anfänger seid, hoffe ich, ihr haltet fest zusammen. Solltet ihr irgendwelche Probleme haben, scheut euch nicht, mich in meinen Laboren Sandgame aufzusuchen.
Und nun muss ich aufbrechen. Oh, ciao. Professor, warten Sie auf mich. Es tut mir leid, lass mich bitte durch. Oh, ich bin dir nicht im Weg gestanden. Was sagst du dazu? Professor Eibel ist echt nett. Im Fernsehen sieht er immer so ernst und furchteinflößend aus. Ich habe eine geniale Idee. Lucky, da wir nun beide Pokémon besitzen, da gibt es nur eins für uns zu tun. Bist du bereit? Ja, was gibt es wohl zu tun, da wir nun beide ein Pokémon besitzen? Wir sind schließlich Pokémon-Trainer. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Und deswegen schaltet wieder beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Platin.